Wand halt sehen. Ja, das müssen Sie sagen, ich meine, ist, wenn Sie alle zusammen sind, ist es leichter, aber vielleicht geht es mit dem Mikrofon so. Ja. Oh. Und Sie sind bitte freundlich und melden sich, wenn es zwischendrin zu schwach wird. Ich finde nichts ärgerlicher, als wenn man einen Vortrag sitzt, von dem man nur die Hälfte versteht. Und sich geniert es zu sagen. Also das passiert dann ja, man geht dann hinterher spazieren und sagt so, so, so. Und der eine sagt, ja, ja, ich denke mir, es war ganz interessant. Ich habe es ja leider nicht verstanden. Okay, also vielen Dank bitte für die freundliche Begrüßung. Ich gestehe, dass ich aus drei Gründen gerne gekommen bin. Einmal, weil das Thema Bildung mich seit langem befasst, beschäftigt. Zum anderen, weil wir in letzter Zeit in Veranstaltungen und auch in Projekten sehr spannend miteinander gearbeitet haben. Und außerdem kann man einen Ruf nach Salzburg als eine besonders schöne Stadt ja relativ schwer widerstehen, auch wenn sie sich heute nicht in ihrem, sagt man das, empfehlenswertesten Gesicht zeigt. Also, Bildung, und jetzt nehme ich der Reihe nach alles auf, was du gerade auch schon kurz angedeutet hast. Also es ist sozusagen, du hast den Rahmen der Schüssel skizziert und ich gebe mir Mühe, jetzt ein wenig Suppe in die Schüssel hineinzutun. Also Bildung und Sozialpädagogik, das wird seit Jahren sehr intensiv diskutiert, angeregt durch PISA in der Öffentlichkeit, in der Politik, in den Medien und vor allem auch sehr intensiv ja in der Erziehungswissenschaft im Zeichen von Bildungsforschung. Seit gut 10 Jahren, ja, gut 10 Jahren diskutiert es auch die Sozialpädagogik kräftig. Sie diskutiert es mit einem gespaltenen Gefühl. Auf der einen Seite hat sie das Gefühl, was ich jetzt auch repräsentiere, dass sie einen wichtigen Beitrag zu dieser Diskussion zu leisten hat. Auf der anderen Seite erfährt sie, dass es außerhalb der Sozialpädagogik nicht sehr interessiert. Die öffentliche Bildungsdiskussion ist im Allgemeinen außerhalb und neben der Sozialpädagogik und ihren Überlegungen. Darauf, das müssen wir ein bisschen verfolgen. Also, die Bildungsdiskussion, in die die Sozialpädagogik sich in den letzten Jahren stark mit eingeklinkt hat, ist zunächst für die Sozialpädagogik in dieser Intensität auch neu. Zwar gibt es in der Geschichte der Sozialpädagogik Konzepte, die man bildungstheoretisch verstehen kann und muss. Ob das Pestalozzi ist oder Nator, ob das aber in späterer Zeit dann, also in unserer Zeit, Klaus Mollenhauer gewesen ist, Heinz Sünker oder Michael Winkler, und auch bei mir, denke ich mir, finden sich da durchaus Anklänge. Es gab auch die großen allgemeinen Bildungskonzepte der 70er Jahre von Oskar Nebt oder Paulo Freire, die für die Sozialpädagogik sehr wichtig waren. Trotzdem, wenn man sich anguckt, was gleichsam die Keywords, die zentralen Orientierungspunkte der sozialen Arbeit sind, sind das andere. Das sind also Fragen nach Gerechtigkeit, nach sozialer Gerechtigkeit, nach Ungleichheit in der Gesellschaft und innerhalb der sozialen Arbeit und Sozialpädagogik kann Hilfe und Kontrolle, Hilfe, Lebenshilfe, Lebensbewältigung, Sozialraumorientierung, Subjektorientierung auch, aber eher neben dem anderen am Rande. Abgesehen davon, dass es heute ja eine neue Diskussion gibt, die alle diese pädagogischen Begriffe sowieso nicht mag und eher über Qualität, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement und solche Dinge redet. Aber auch sozusagen zur theoretischen Konzeptionalisierung steht Bildung innerhalb der sozialpädagogischen Diskussion nicht im Vordergrund. Da sie nun aber für die Schule immer und immer neu und immer weiter diskutiert wird und die öffentliche Diskussion auch ganz fixiert ist auf die Bildungsdiskussion im Kontext von Schule, von schulischen Bildungsprozessen, ist die Frage, was soll die Sozialpädagogik in dieser Diskussion? Ist es nicht einfacher, dass man sagt, wir haben unsere Keywords und Bildung gehört da nur am Rande und eigentlich nicht dazu? Michael Winkler sagt deshalb, die Sozialpädagogen sollen es mit der Bildung lassen. Das ist wie eine Art Teufel, den man den kleinen Finger gibt. Wenn wir über Bildung reden, wird es sowieso schulisch verstanden und wird
das, was wir als Bildung meinen, in einen schulischen Kontext hineingelesen und in schulischen Mustern interpretiert und für die Sozialpädagogik bleibt dann eigentlich nichts Eigenes übrig. Michael Winkler ist in den letzten Jahren wirklich, also man kann ihn kaum erleben, ohne dass er mit einer Warnung davor beginnt, dass die Sozialpädagogik sich verraten, wenn sie auf dem Bildungsschiff weiterfahren. Und auch jemand wie Lothar Bönisch hat da durchaus seine Bedenken. Ich halte diese Bedenken für falsch. Und zwar aus den von dir gerade bereits angesprochenen professions- und disziplinpolitischen Grund. Ich denke, Bildung bietet sich an als ein Dach, die unterschiedlichen Lernvorgänge und die unterschiedlichen Disziplinen, die sich mit Lernen in unserer Gesellschaft befassen, zusammenzuführen. Und das, denke ich mir, ist sowohl disziplinär wichtig, wie auch von der Schulsozialarbeit bis zu unterschiedlichen Lern- und Bildungsarrangements, zum Beispiel zwischen Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung oder neuerdings Problemen der alten Bildung, wichtig auch für die Praxis. Ich denke, dass wir längerfristig es uns nicht leisten können, dass jeder gleichsam auf seinem eigenen Schiff mit seinem eigenen Segel fährt. Man muss merken, wo man gemeinsam agiert. Dies aber, dass man zusammen agieren muss, wäre natürlich witzlos, wenn es nicht einen Grund in der Sache hätte. Und der Grund in der Sache scheint mir darin zu liegen, dass ich davon ausgehe, dass man die moderne Gesellschaft nur verstehen kann als eine Wissens- und Lerngesellschaft oder als eine, zu deren zentrales Thema die Organisation von Lern- und Bildungsprozessen gehört. Und ich denke, das ist jetzt aber etwas, was wir hier nicht verhandeln müssen, das ist ein etwas kühner Traum, dass die Erziehungswissenschaft im weiteren Sinn in dieser Gesellschaft ihre Rolle verspielt, wenn sie sich nicht als Organ, als Reflexionsorgan und Reflexionsort dafür versteht, wie in dieser Gesellschaft gelernt wird, wie gut und schlecht gelernt wird, wie Lernen organisiert werden kann, wenn diese unsere Gesellschaft eine Lerngesellschaft ist, was ja die Konsequenz ist daraus, wenn man sie als Wissens-, Informations- und Bildungsgesellschaft versteht. Dieses nämlich, dass unsere Gesellschaft eine Bildungs- und Lerngesellschaft ist, hat sehr unterschiedliche Hintergründe. Also man kann das unterschiedlich plausibilisieren. Ich mache das ganz kurz. Auf der einen Seite ist deutlich, dass sich die Lern- und Bildungsanstrengungen in der Gesellschaft ungeheuer intensivieren. Also die Schulzeit verlängert sich und für die kleinen Kinder fängt sie schon jetzt, also im dritten Lebensjahr verbindlich, wahrscheinlich im zweiten und im ersten an und es geht durch das ganze Leben hindurch mit der Erwachsenen- und Weiterbildung, der Weiterbildung vor allem auch in Berufsvollzügen. Das Thema ist lebenslanges Lernen. Dazu kommt, dass sich die Aufgaben, in denen man lernen muss und in denen man curriculare Lernangebote bekommt, verbreiten. Also Lebenshilfen, Kurse gibt es inzwischen dafür alles. Wenn man sich anguckt, was angeboten wird, ist das sozusagen vom Lernen, wie man sich schminkt, bis zum Lernen, wie man sich berät, wie man mit seinen Kindern umgeht und wie man am gescheitesten stirbt. Entschuldigung, aber man kann die Arbeiten von Frau Kluger-Ross und anderen ja durchaus in diesem Sinn verstehen. Das heißt, die Gesellschaft ist real eine Lerngesellschaft. Sie bietet zur Lebensbewältigung Lernhilfen und zwar durchaus organisierte, curricular organisierte, unterschiedlich curricular organisierte Lernhilfen und Lernberatungen an. Dem entspricht auch in der Theorie, dass hier diskutiert wird, du hast es gerade erwähnt, dass man das Ganze zusammennehmen kann als Lerngesellschaft, in der teils formal, teils nonformalisiert und teils informell gelernt wird, um sozusagen ein Dach zu haben, um diese vielfältigen Formen zu haben. Diese Breite der Lernangebote und diese Differenzierung von Lernangeboten sind nun auf der einen Seite mit hohen Erwartungen behaftet. Die Gesellschaft wird komplizierter, sie wird vor allen Dingen intellektuell komplizierter, indem zunehmend ja die Handarbeit, die reale Arbeit zurückgeht zugunsten von Arbeit mit Informationen, der Kombination von Informationen. Und das sieht man ja parallel an dem Anstieg der Schulbildung mit einer Schulbildung, die nicht tendenziell auf mittlerem und höherem Niveau angewiesen ist, kann man in unserer Gesellschaft kaum noch arbeiten. Das heißt,
Die Gesellschaft wird komplizierter und deshalb braucht sie Lernfähigkeiten, Lernkompetenzen und Lernorganisationen. Dieses aber, das gelernt werden muss in einer komplizierten Gesellschaft, geht damit einher, auch das hast du gerade angedeutet, dass Lernen belastet ist mit der Chance oder getragen wird von der Chance, mehr tun zu können zur Durchsetzung von Aufklärung, Mündigkeit und zum Abbau von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten in der Gesellschaft. Das war die alte Intention von Bildung, nicht der Stand bestimmt, nicht das Geschlecht bestimmt, sondern die jeweils individuelle Leistung, die erbracht wird. Dass sich das dann, wie wir aus neueren Untersuchungen wissen, nur sehr beschränkt einlöst, ist etwas anderes. Desungeachtet ist aufs Ganze gesehen die Bewegung, die in die Gesellschaft durch die Intensivierung der Bildung gekommen ist, sehr groß. Und ich finde, es ist ja spannend, wenn man in die neueren politischen Ereignisse hineinguckt, auf der einen Seite die unglaubliche Wirksamkeit von Informationen, Informationsweitergabe in den Medien im Kontext der unterschiedlichen Revolutionen um das Mittelmeer herum. Und wenn man auf der anderen Seite, was ich sehr aufregend finde, die Angst von totalitären Diktaturen vor Wissen, Wissensvermittlung, Wissensvernetzung und intellektueller Kompetenz sieht. Ob das zurzeit in Russland ist oder in anderen älteren Ländern, es gilt immer noch, was im vorigen Jahrhundert bei uns die Stielsche Regulative war, in Preußen. Nämlich, ein Volksschullehrer darf niemals mehr wissen als seine Schulkinder. Wüsste er nämlich mehr, würde er Revolutionäre erziehen. Und gegen den Schock, das kommt einem heute komisch vor, aber gegen die Pädagogik Pestalozzis, die ja bei uns in der Tradition eher dann auch kritisiert wird, gab es den damaligen Staatsrechter Albrecht von Haller, der gesagt hat, diese Pädagogik sei schrecklich. Sie erziehe zum Ungehorsam, zur Aufsässigkeit, zum Nicht-Einhalten autoritärer Lebensformen und zur Ungläubigkeit und sei als solche staatsgefährdet und müsse unterbunden werden. Ich denke, das steckt in Bildung und Lernen als, wenn Sie so wollen, protestativer oder aufsässiger Impuls. Aber ist das alles? Das eine ist, du hast das gerade nur ganz vorsichtig angedeutet, im Kontext der neueren Diskussion wird Bildung natürlich vor allem auch favorisiert, damit Deutschland, also Österreich bei Ihnen, also damit unsere Nationen als Wirtschaftsstandort gut sind, dass sie imstande sind mitzuhalten, etwas abstrakt geredet, dass Humankapital auf einem Niveau erzeugt wird, das die Wirtschaftsfähigkeit und Sanktionsfähigkeit der Gesellschaft erlaubt. Und dieses, dass man durch Bildung beweist, dass man mithalten kann, setzt sich dann im Gesetz dieser modernen Gesellschaft als Konkurrenz, als sich gegenseitig messen können durch. Und dieses mischt sich dann mit etwas, was von Alters her gegeben ist und aufregend ist, nämlich, was wird aus Wissen, was wird aus Erfahren, wenn sie gelernt werden, wenn sie Gegenstand von Lernen wird. Also, in der Abenteuerpädagogik gibt es eine wilde Diskussion, ob man Abenteuer eigentlich pädagogisieren darf, ob da nicht der Reiz weg ist. Ich habe neulich dramatische Diskussionen geführt mit Kollegen, die gesagt haben, seitdem die Pädagogen sich über die Drogen gemacht haben, und Drogentherapien der unterschiedlichsten Form anbieten, ist zwar die Szene beruhigt, aber der Kick ist raus. Es lohnt sich eigentlich nicht mehr. Und bei Methadon ist das sogar ziemlich deutlich, da lässt sich das, soweit ich es sehe, biografisch nachweisen. Hartmut von Hentwig hat in früheren Jahren einmal den, wie ich finde, sehr treffenden und bösen Spruch geprägt, mit der Bildung sei das wie mit dem alten König Midas aus der Antike. Der hat sich nämlich gewünscht, dass alles, was er anfasst, Gold wird. Und nun hat er alles angefasst und es wurde Gold und er musste verhungern. Denn Gold kann man nicht essen. Und er starb inmitten sozusagen einer sich immer weiter in Gold verwandelnden Welt. Ich habe gerade, Sie haben gelacht, als ich gesagt habe, neuerdings müsste man sogar das Sterben lernen. Ich fand in den 70er Jahren eine Karikatur sehr eindringlich und hilfreich, nämlich
eine Todesanzeige der Zukunft. Max Meyer starb, nachdem er die vierte Stufe des fünfstufigen Sterbekurses erfolgreich absolviert hatte, zwar nur auf der vierten Stufe, aber desungeachtet in Seelenfrieden. Wir bitten die Trauergemeinde im Anschluss an die Beisetzung zur ersten konstitutiven Sitzung des Trauerverarbeitungskurses. Hier wird ein Dreistufenkurs geben. Das ist jetzt etwas karikiert, aber ich denke, die Frage ist deutlich. Und wenn wir uns außerhalb der Pädagogik bewegen, trifft man ja auf viele, und zwar gerade auch auf lebenserfahrene, kluge und lebenssichere Leute, die eine Art genuine Angst vor der Pädagogik haben. Nämlich vor dem Pädagogisieren von Welt und vor dem Pädagogisieren und Einarbeiten und Einschränken dessen, dass alles gelernt und möglichst dann auch noch geprüft werden soll. Und diese Mischung, die ich skizziert habe, zwischen dem ökonomischen, kapitalorientierten Interesse an Leistungsfähigkeit und der Verwandlung in sozusagen die Eigentümlichkeit von Lernstoffen entleert den Lernstoff selbst. Ich will das jetzt nicht weiter ausmalen und erzähle nur, was ich interessant fand von meiner Tochter, die in den oberen beiden Klassen des Gymnasiums eine sehr hochgefragte und beliebte Spezialistin war. Sie konnte nämlich für jeden ihrer Klassenkameraden und Klassenkameradinnen relativ, hat ein Programm sich gemacht, ganz rasch ausrechnen, was die jetzt neu erworbene Note in Bezug auf die Abitursnotenchancen macht. Sodass jeder immer sofort seinen Spiegel bekam. Jetzt in Mathe etwas verhauen, was bedeutet das? Kann ich mir das leisten, kann ich mir nicht leisten? Jetzt ein guter Aufsatz in Englisch, klasse, also kann ich mir wiederum in Französisch was leisten. Das heißt, das Ganze wird eine Art von Gegenstand, mit dem man sich positioniert und es zählt, was es bringt und was es nicht bringt. Die Schüler selbst, die ja bisweilen drastisch und darin klug sind, reden von Bulimie-Lernen. Fressen und Kotzen. Und irgendwie kommt man damit über die Runden. Also, wenn wir, und ich denke, das ist wenigstens ein bisschen deutlich, wenn wir heute davon reden, dass wir eine Lerngesellschaft ist, ist das eine, dass das formal so ist. Das andere ist, welche Erwartungen werden damit eingelöst? Und das andere ist, auf welche Form des Umgangs lassen wir uns damit ein? Ist das eine gute, eine schwierige, eine problematische Entwicklung? Also das heißt, was wird in der Lerngesellschaft gelernt? Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die von solchen Visionen, wie ich sie jetzt zum Schluss angedeutet habe, dann doch relativ rasch bei 1984 oder der schönen neuen Welt oder heutigen irgendwelchen Visionen sind und sagen, so kann man sozusagen durch Lernen sich die Menschen erzeugen, die dann brav sind und anständig gleichsam in einem Konkurrenzgefüge dieser Gesellschaft funktionieren. Gut. Das war eine knappe Skizze von Problemen heute. Jetzt muss es systematisch werden. Ja, wir müssen also noch einmal überlegen, was bedeutet Bildung und was bedeuten die verschiedenen Formen, in denen Bildung praktiziert wird bei uns. Und ich will das, was ich erzähle, jetzt in mehreren Abschnitten gliedern, will also zunächst einiges zum gleichen Konzept von Bildung und Bildungsformen sagen, dann eine knappe Bemerkung, warum ich glaube, dass das auch heute eine sinnvolle Orientierung ist, um die unterschiedlichen Bildungsformen von da aus zu betrachten. Und werde dann etwas sagen über die spezifischen Aufgaben und Chancen der Sozialpädagogik in Bezug auf ein Konzept von Bildung. Also. Bildung, so behaupte ich, meint ja die Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt, der Umwelt, so dass er darin sich selbst, seine Lebenslinie, seine Lebensgestalt, seine Identität formt. Bildung meint immer das Verhältnis des Menschen zur Welt so,
dass da eine Welt ist, die vorhanden ist, in die der Mensch hineinwächst und in der er seine eigene Gestalt findet, indem er sich hineinwachsend damit auseinandersetzt, übernimmt, sie weiterführt. Bildung in diesem Sinn könnte man mit George Herbert Mead verstehen. Man kann sie auch im Kontext so als Sozialisationstheorie verstehen, so wie das Grundmann neuerdings sehr schön und sehr breit darstellt. Bildung so verstanden ist zunächst etwas, ohne das ein Mensch nicht leben kann. Sie gehört sozusagen zum anthropologischen Grundbestand des Menschen. Er findet sich in der Welt, er ist neugierig, welche Welt auf ihn zukommt, er will in ihr seine Position bestimmen und indem er sich seine Position in der Auseinandersetzung mit Welt bestimmt, wird er allmählich der, der er ist. So gesehen gibt es keinen Menschen, der nicht gebildet ist und so gibt es auch keinen, der nicht eine Bildungsgeschichte hat, nämlich die Geschichte dessen, wie er unter den Bedingungen, unter denen er sich vorgefunden hat, unter denen er in die Welt hineingeraten ist, seine Lebensgeschichte bestimmt und geprägt hat. Und wichtig an dieser, wenn Sie so wollen, Grundausstattung ist, sowohl die Lust und Neugier des Menschen auf Welt, weil er muss sich platzieren, ohne das verkommt er, und dass dieses ihn prägt und bestimmt. Und Sie können das auf der einen Seite allgemein mit Sozialisationstheorie, mit Interaktionstheorie, George Herbert Mead, aber Sie können es genauso gut mit Bourdieu und der Theorie des Habitus näher interpretieren und auslegen. Von dieser Bildung als anthropologischer Tatbestand muss man, denke ich mir, das neuzeitliche Bildungskonzept absetzen und unterscheiden. Bildung nämlich als Norm der Lebensgestaltung. Und dieses ist, glaube ich, nach Vorläufern, soweit ich das also auch in den Quellen und den Auseinandersetzungen gelesen habe, nach Vorläufern in der Antike, und das lasse ich jetzt alles weg, ist tendenziell herausgekommen aus der Idee der Neuzeit, dass Menschen dadurch Menschen sind, dass sie aus der gegebenen Natur Kultur machen oder dass sie sie verantwortlich neu gestalten. Ich mache mir das immer deutlich in der sehr schönen Geschichte eines Renaissance-Philosophen Ficino, der erzählt, dass als Gott die Welt geschaffen hat, hat er die Tiere zunächst relativ nackt geschaffen und nun kamen sie der Reihe nach zu ihm und wollten etwas Besonderes haben. Und der Pfau bekam sein Rad und das Nashorn sein Nashorn und der Elefant seinen Rüssel. Und so wurden sie alle ausgestattet und interessant. Und dann kam der Mensch und sagte, jetzt hätte ich gern auch etwas Besonderes. Und, so wird berichtet, Gott hat gesagt, du kriegst gar nichts. Du hast deinen Verstand, du hast deinen Willen, mach etwas aus dir, gestalte dein Leben. Und ich glaube, dass dies als Geschichte sehr eindrücklich ist, um diese neuzeitliche Intention zu verstehen, dass das, was als Bildung immer und überall sich ereignet, als Aufgabe verstanden werden muss, als Aufgabe, in der der Mensch durch seine Auseinandersetzung mit der Welt zu dem werden kann oder werden soll, wozu er gedacht ist, sozusagen erarbeitet an sich zu der Form, von der man gedacht hat, dass sie für den Menschen eine gute und eine sinnvolle Form ist. Bildung wird so gesehen normativ, sie wird ein Konzept der Lebensgestaltung. Und wenn ich das könnte man jetzt sehr ausführlich beschreiben, das will ich nicht tun, ich nenne ein paar Stichworte. Das heißt, der Mensch ist ein Individuum und als Individuum soll er seine individuelle Gestalt finden. Er ist ein Individuum mit sehr unterschiedlichen Talenten, er soll sie nebeneinander ausbilden, das Denken, das Fühlen, das Können und das Wollen. Also er ist ein Individuum mit vielfältigen Aufgaben. Er soll sich selbst, so war das bei Humboldt, und das kommt uns heute sehr keck vor, als Kunstwerk verstehen, was er aus sich machen soll. Und das bedeutet auch, er soll eine Gestalt, eine gute, gleichsam eine ästhetisch, das ist uns heute auch so im Kontext von Lebenskultur ja wieder geläufig, er soll sozusagen eine Lebensgestalt aus sich machen. Dies aber soll er tun, indem er sich zu seiner eigenen Freiheit bekennt. Bei Kant heißt es,
dass Aufklärung, das Erwachen des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit sei und Bildung in diesem Sinn bedeutet, selbst werden, individuell, eine Gestalt werden, indem man sich aus Abhängigkeiten, Zwängen und Ungerechtigkeiten heraus befreit. Deshalb war Bildung bei Humboldt in der klassischen Zeit gleich mit Allgemeinbildung verstanden. Es ist nämlich das, was alle Menschen brauchen, damit sie aus gegebenen Ungleichheiten herauskommen. Und sie war angesetzt als etwas, was sich wehrt gegen Ungleichheiten, die Menschen daran hindern, dass sie selbst sind, dass sie ihr Leben selbst gestalten, dass sie nur Objekt sind, nur genommen werden in gegebenen Herrschaftsverhältnissen. Ich will dies, ich denke, das ist für uns in der Sozialpädagogik greifbarer, mit einer knappen Erinnerung an Pestalozzi verdeutlichen. Pestalozzi ist ja von der sehr kühnen Annahme ausgegangen, dass die Antwort auf Armut Bildung sei. Etwas, was uns heute teils verwegen, teils geläufig vorkommt. Nämlich, wieder in einem schönen Spruch, er muss rechnen lernen. Und wenn er heult und sich weigert, wenn er nicht rechnen kann, wird er betrogen. Das heißt, rechnen sozusagen als Moment, sich in der Gesellschaft zu behaupten. Und Sie können etwas weitergehen, das ist eine interessante sozialpädagogische Überlegung, wie das Muster der Caritas, des Almosens, des Gebens von materiellen Hilfen bei Pestalozzi damit sozusagen weitergeführt wird und zum Teil auch unterlaufen wird, dass es darauf ankommt, dass der Mensch sich bilden muss, nämlich zu jemand, der kompetent ist in Kopf, Herz und Hand, um sich auf diese Weise mit der Welt so auseinandersetzen zu können, dass er dabei, das war Pestalozzis Idee, sich als Subjekt seiner selbst oder als Werk seiner selbst empfindet. In seiner Schrift Nachforschungen über den Gang des Menschengeschlechts beschreibt er das ungeheuer eindringlich. Er sagt, wenn er sich umsähe, sehe er die Menschen in Angst. Sie würden ausgebeutet, sie würden entfremdet. Sie lebten und müssten gucken, wie sie mit der gegebenen Macht zurande kämen und sie küssten den Fuß, der sie tritt. Und, er sagt, das bedeutet, sie trauen sich selbst nicht und sie trauen den anderen nicht. Und wenn es den anderen schlecht geht, dann sagen sie, ich habe gelitten, sollen sie doch auch leiden. Und sie sind ihnen gleichgültig entgegen. Menschen, so sagt er, in der Dienstform leben außerhalb ihrer selbst. Sie sind nicht Herr ihrer Kompetenzen und Herr der Verhältnisse. Und da käme es, so sagt er, darauf an, in ihnen zu erwecken, aufzuwecken, lebendig zu machen, dass sie eigentlich zu etwas anderem denken, bestimmt zu sein. Er hat das genannt, ihre eigentliche Natur. Er sagt, die Natur des Menschen liegt sozusagen unter den Machtverhältnissen wie ein begrabener Schatz und es kommt darauf an, ihn aufzudecken. Dies nämlich, dass die Menschen eigentlich freundlich, wohlwollend, tätig, wir würden heute sagen, Subjekte ihrer selbst sein wollen. Und dieses zu erreichen, wäre die Aufgabe von Bildung und Bildungsanstrengung. Der Mensch als Werk seiner selbst, der Mensch, der wohlwollend ist, weil er, und auch das ist ja eine ungeheuer moderne Formulierung, sich selbst dafür achtet, weil er etwas kann und dafür von anderen Menschen geachtet wird. Ich kann etwas, die anderen achten mich und in der Achtung der anderen bestärkt sich meine Selbstachtung. Dieses aber, so Pestalozzi, ist ein Doppelgeschäft. Du hast es vorhin kurz angedeutet. Es gibt ja den klassisch berühmten Satz, so viel sah ich bald. Hier sind die Umstände, die den Menschen gestalten. So viel sah ich aber auch. Es ist der Mensch mit seinem Willen, der in die Gestaltung der Umstände eingreifen kann. Und das hat dann Tornator aufnehmend in die Form gebracht, dass es darauf ankommt, die Gesellschaft zu formen, so dass Bildung in ihr möglich ist, also die bildenden Bedingungen der Gesellschaft, und gleichzeitig den Mensch so zu formen oder ihn so zu lehren, zu bilden, dass er imstande ist, auf die gesellschaftlichen Angebote einzugehen. Also, dass die Bildung der Verhältnisse mit der Bildung des Menschen zusammenkommen müssen und korrespondieren müssen. Und das scheint mir wichtig, wenn ich das beides zusammennehmen darf. Bildung also ist gedacht, ja, Bildung ist gedacht als das, was in den Umständen und gegen die Umstände durchgesetzt werden muss, als Gestaltung der im Menschen angelegten natürlichen biografischen und Bildungsprozesse. Als Gestaltung gegen
Unrecht und gegen ausbeutende Verhältnisse, als Gestaltung zu einer reichen Person und natürlich darin als Gestaltung zu einer solidarischen, nämlich verantwortlichen Position. Bei NATO ist es sehr interessant zu sehen, wie er die Bildung dann vor allem in Genossenschaften und Assoziationen übersetzt hat, dass Menschen sich selber nur achten können, indem sie andere achten, dass also die Individualität und die Solidarität im Bildungskonzept zusammenpassen. Ich habe gesagt, das ist eine normative Bestimmung dessen, was Bildung sein könnte. Und wenn das so ist, denke ich mir, muss man sie reinlich unterscheiden von dem, was in Institutionen passiert. Die Neuzeit ist dadurch charakterisiert, dass unterschiedliche Institutionen zur Beförderung von Bildungsmöglichkeiten eingerichtet werden. Das war zuerst die Schule, die Verlängerung der Schulzeit, die Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht, die ja, wenn Sie an die Behinderten denken, erst vor 20 Jahren sozusagen zu ihrem Ende gekommen ist. Es kam danach die Erwachsenenbildung. Es kam dann vor allem die ganzen Ausbildungs- und Berufsausbildungsgänge und es kam ganz spät und hintendran dann auch die Sozialpädagogik, die zunächst nur notwendig war als besondere Arbeit mit denen, die in besonderen Schwierigkeiten sind und die sich ja erst in den 50er, 60er Jahren so weit durchgesetzt hat, dass Hilfe zur Unterstützung in Lebensverhältnissen, zur Lebensbewältigung, also das, wovon wir immer reden, etwas ist, was sehr viel breiter, nicht nur auf ganz enge Problemgruppen von besonders belasteten Menschen gehört, wichtig ist, sondern was generell sozusagen Bestandteil, so könnte man sagen, moderner Infrastruktur oder moderner Lern- und Bildungsangebote ist. Das will ich jetzt historisch nicht weiter verfolgen. Das ist eine ungeheuer spannende Geschichte. Der Anfang der Bildung in der Schule hat dazu geführt, dass das auf der einen Seite sehr elitär beim Gymnasium geworden ist und damit gleichsam abgehoben hat, dass die Volksbildung, Volksschulbildung sehr große Mühe hatte, dagegen nachzuziehen. Es hat auf der anderen Seite, denke ich mir, ist in dieser Geschichte der Grund, warum die Sozialpädagogik, der Schulpädagogik bis heute so einen schweren Stand hat. Sie ist ein nachgeborener und, wenn Sie so wollen, illegitimer Zögling aus den Augen einer ordentlichen Bildungstheorie heraus, der plötzlich behauptet, er hätte auch Erbansprüche auf dieses Bildungsgeschehen. Das heißt, die historischen Verwerfungen machen auf der einen Seite deutlich, warum die Sozialpädagogik so Aversionen gegen die Bildung hatte, weil das Bildungsgerede kulturgeschichtlich geprägt, arrogant und elitär war und benutzt worden ist, damit die Bürgerklasse zeigen kann, dass sie Bürgerklasse ist und dass die anderen nicht dazugehören. Und auf der anderen Seite ist das Nachgewachsene und Nachgewachsene der Sozialpädagogik bis heute das, was ihr sozusagen anhaftet, dass sie nicht stark genug in der Auseinandersetzung ist mit dem, wie wir heute über Bildung in unserer Gesellschaft reden. Das lasse ich alles, was ich beobachte. Das, was ich interessant finde, ist, dass wir Biografie heute nur verstehen können als etwas, was sich ereignet, in dem zunächst die natürliche Bildung passiert. Und das tut sie alle. Wir alle haben Tanten, Onkel, Freunde und heute gibt es die Medien, wir haben Beziehungen und in denen lernen wir so, wie Bildung sozusagen immer passiert ist, ohne dass sie besonders inszeniert wird. Und dass wir gleichzeitig unsere Biografie gestalten als den Durchlauf und das Nacheinander durch unterschiedliche Bildungsinstitutionen. Also, Kammgruppen oder, wenn das heute, wenn man sein Kind zu einer Tagesmutter, ja, Kammgruppen, Tagesmutter, Kindergarten, Schule, verschiedene Schulformen, Universität, Weiterbildung und die sozusagen und dann Beratung, so wie ich es vorhin angedeutet habe, immer mehr Bildungsorganisationen und Institutionen setzen sich sozusagen in den Bildungsprozess des Lebens hinein. Und er wird immer mehr das Problem der Vermittlung der unterschiedlichen Erfahrungen. Was zu Hause gilt, bei meinen Freunden, was ich erlebt und erfahren habe und was Institutionen von mir verlangen und was ich in Institutionen der Reihe nach lerne. Und inzwischen, also als ich jung war,
gab es ja noch viele Menschen, die mit 14 in das Arbeitsleben hineingekommen sind. Die gibt es inzwischen fast nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist jetzt, trotz Bachelor und Master sind ja, das Studium geht bis ins 24., 25., 28. Lebensjahr. Und wenn man sieht, wie sich die Zahl von 2% eines Jahrgangs auf bei uns doch 30% inzwischen vermehrt haben, merkt man, was das heißt, diese Verschulung des Lebens, ohne dies, dass Biografie gestaltet werden muss in der Auseinandersetzung, meine Kinder würden sagen, im Überleben und Überstehen der unterschiedlichen Bildungseinrichtungen und Bildungsangebote und dem Gestalten des eigenen Lebens. Doch, hier ist noch mehr Wasser. Jetzt muss ich fragen, geht es noch oder ist das zu rasch oder zu viel? Jetzt kommt eine kurze Zwischenbemerkung. Ich habe das jetzt ja eher historisch geschrieben und ich will kurz sagen, warum ich glaube, dass Bildung als Bildungskonzept auch für uns heute noch gilt. Nein, bevor ich das sage, muss ich noch eine Konklusion an das hängen, was ich bis jetzt gesagt habe. Wenn das nämlich so ist, denke ich mir, ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Bildung als Bildungskonzept und Orientierung und den Bildungsgestalten. Schule setzt auf Information, vor allem kognitives Lernen. Sozialarbeit setzt eher auf erzieherische Prozesse. Erwachsenenbildung setzt auf biografische Bearbeitung. Das heißt, jeder der Zugänge, die im Laufe der letzten 200 Jahre entwickelt worden sind, hat einen spezifischen Zugang zu dem, was Bildung sein könnte, als Auseinandersetzung des Menschen mit der Umwelt. Und ich denke, das derzeitige Problem ist, dass jeder für sich selbst einen Bildungsbegriff beansprucht, ohne ihn zu relationieren. Sowohl in Bezug auf ein Bildungsideal, eine Bildungsintention, wie auf die anderen Formen. Anständige Sozialpädagogen gehen davon aus, dass Lehrer Kinder kaputt machen. Das ist kompletter Quatsch. Lehrer gehen davon aus, dass Sozialpädagogen sowieso nicht wissen, worauf es in der Schule ankommt. Und dass man die Kinder vor ihnen retten muss. Die Bildungsdiskussion tut so, als wenn der Ausbau und die weitere Qualifizierung des Schulwesens das Bildungsgeschäft wäre. Und in der Sozialpädagogik gibt es dann eine Diskussion, und da könnte ich erstaunliche Kollegen zitieren, die davon ausgehen, dass eigentlich die Sozialpädagogik zuständig ist für das Ganze von Lebensbildung. Aber das ist Unsinn. Es gibt die Vorstellung, dass Bildung als Ziel, als Zielorientierung, als normative Zielorientierung ein sinnvolles Konzept ist zur Orientierung von Lebensgestaltung. Und dieses wird in unterschiedlichen Settings, in unterschiedlichen Arrangements unterschiedlich angegangen. Deswegen es sinnvoll und notwendig ist, das war der Ausgang, dass die verschiedenen Arrangements sich miteinander absprechen. Sie können sich aber nur absprechen und vertragen, wenn Sie selber wissen, dass keiner das Ganze ist. Und wenn Sie selber wissen, dass keiner den gleichsam primären und einzigen Zugang hat, sondern es sind unterschiedliche Zugänge nebeneinander. Diese unterschiedlichen Zugänge also, so habe ich gesagt, sind orientiert an dem, was Bildung als Konzept, Bildung als Intention sein könnte. Und ich will sagen, obwohl das ja ein Konzept ist, und ich habe zitiert, also Humboldt zitiert, Kant zitiert, Pestalozzi, das ist ja schon alles etwas länger her, warum das heute noch gilt. Das macht ja unbedingt Stichworten, das denkt mir, muss man in anderen Zusammenhängen ausführlicher machen. Bildung, habe ich gesagt, setzt auf Individualität. Wie sehr wir auf Individualität setzen müssen, denke ich mir, ist angesichts von Entgrenzungen und Verunsicherungen, Individualisierung und Pluralisierung unserer Lebensverhältnisse deutlich. Je weniger die Lebensverhältnisse Vorgaben geben, an denen wir uns orientieren können, umso stärker muss die Kraft des Individuums sein, zu gestalten. Und dies Bildung sich selbst als Thema haben, denke ich mir, hat eine völlig neue und dramatische Bedeutung in unserer entgrenzten Gesellschaft. Was das heißt, mache ich Ihnen vielleicht sozusagen einen Gag deutlich. Wir haben gesagt, Bildung und Biografie, das hängt zusammen. Als ich Assistent wurde mit 24, also vor jetzt
mehr als 50 Jahren, bekam ich die Papiere und in den Papieren stand unter anderem, wie teuer die Todesanzeige werden würde und was der Staat insgesamt für meine Beerdigung zu zahlen gedächte. Das heißt, mein Leben lag vor mir wohlgeordnet, monatlich ein Gehalt und eines Tages eine anständige Beerdigung. Wenn man das heute erzählt, kann das überhaupt kein Mensch mehr verstehen. Heute muss ich gestalten. Damals musste man so dolle nicht gestalten. Da hat man zwar auch von Lebensgestaltung geredet, aber es war vorgegeben. Man hat sich in Mustern bewegt. Ich nehme was anderes, was Banales. Meine Mutter sitzt im Kreise ihrer Kinder und sagt, ja, ja, als ich geheiratet habe, war das klar. Ich habe studiert, jetzt habe ich geheiratet, jetzt habe ich Kinder bekommen. Damit war mein Leben entschieden. Jetzt habe ich eine Tochter, die hat ein Kind und keinen Mann. Dann habe ich eine Tochter, die hat einen Mann und keine Kinder, hätte sie gerne. Dann habe ich einen Sohn, der hat eine neue Frau, die keine Frau ist und konnte natürlich auch noch ein Pflegekind haben. Was soll denn das? Das heißt, jeder macht es sich nach seinem eigenen Geschmack und nach seiner eigenen Möglichkeit deutlich. Ich denke, es ist deutlich, was in dem Kontext es heißt, gestalten, individuell gestalten, aus seinem Leben etwas macht und so etwas machen. Und das ist der Anspruch des Bildungskonzepts, dass es eine Linie, dass es eine Konsistenz hat. Das Zweite ist, wenn es so sehr individuell ist, wird es ganz anders notwendig, den Respekt vor anderen Individualitäten zu lernen. Ich denke, zur Bildung heute gehört nicht nur Solidarität, sondern es gehört ebenso dazu, das Wissen von dem, was man Diversity nennt, also das Wissen vom Anderssein der anderen und den Respekt für den anderen und das Aushalten könnten von anderen, ohne dass man sich dadurch bedroht und verengt fühlt. Das dürfen wir jetzt auch nicht verhandeln. Ich denke, es ist dies das Problem, an dem sich, wenn ich Ängst meiner Angst folge, dann eines Tages auch das Schicksal unserer Demokratie entscheidet, ob wir imstande sind, mit den Unterschiedlichkeiten von Lebensentwürfen in unserer Gesellschaft umzugehen, ohne in rassistische oder andere abqualifizierende Umgangsformen und Zwangsformen und neue Mythologien zurückzufallen. Und wenn man die derzeitige Flüchtlingspolitik hochrechnet, möchte einem schlimmer nicht werden angesichts der Impotenz dieser unserer Gesellschaft. Das aber nur am Rand. Also, Individualität muss neu ausgelegt werden. Herstellung von Solidarität, Herstellung von Diversity, Respekt vor den anderen ist wichtig. Und Solidarität muss in einer neuen Weise, denke ich mir, verstanden werden und ausgelegt werden gegen das, was ich einleitend knapp gesagt habe, nämlich jene Konkurrenzzwänge in der Gesellschaft, in der es eigentlich nur dumm ist, wenn ich Rücksicht auf andere nehme, oder in einer pointierten Formulierung von Lothar Böhnisch, Gerechtigkeit ist Dummheit. Soll ich auch die noch mitfüttern, die nichts können? Soll ich mich um die kümmern, die nichts taugen? Das mindert doch nur meine eigenen Chancen. Es steht auf Konkurrenz. Das heißt also, dieses Gefüge von Individualität, von Solidarität und von sich wissen unter anderem, denke ich mir, kann in einer sinnvollen Weise für die heutige Diskussion im Kontext des Bildungskonzepts ausgelegt und interpretiert werden. So denke ich mir, es ist ein altes Konzept, was tauglich ist und was man aber eben fortschreiben muss in die besonderen Herausforderungen unserer heutigen modernen Gesellschaft. Darüber könnte man nun lange und ausführlich reden, aber ich denke, als Hinweise ist es hilfreich, hoffe ich, und plausibel, nämlich es ist nicht ein, geht hier nicht sozusagen um Bildungsgeschichte und Kulturgeschichte mit schönen, würdigen Zitaten zwischen Pestalozzi und Humboldt, sondern es geht darum, dass es ein Konzept ist, weil es in Bezug auf Individualität, Ausbildung eines reichen und nicht eines verengten Menschen, Ausbildung von Solidarität im Kontext von Verschiedenheiten und in den Herausforderungen einer heutigen Konkurrenzgesellschaft ein sinnvolles, gutes und notwendige allgemeine Orientierung ist für das, was Menschen aus ihrem Leben machen sollen. Und ich meine, es gibt ja dieses Stichwort Doing Gender und ich denke, so wird in einer völlig neuen Weise deutlich, was es heißt Doing Bildung, nämlich in den offenen Verhältnissen sehen, wie man in Maßen zu einem Leben kommt, was mit anderen so abgesprochen ist, dass man in ihm selbst sich als Subjekt seiner selbst erfahren kann und gestalten kann. Damit, ja, ein bisschen müssen Sie noch aushalten, bin ich bei der Sozialpädagogik.
haben gesagt, es gibt ein Bildungsideal und unter dem Bildungsideal gibt es verschiedene Zugänge, verschiedene Settings, in denen man guckt, was sinnvoll und notwendig geschieht, damit Menschen Unterstützung finden, Subjekt ihrer selbst zu werden. Wie sie also in unterschiedlichen Aspekten ihres Kompetenzprofils unterstützt werden können. Was tut da die soziale Arbeit und die Sozialpädagogik? Und da möchte ich eigentlich nur einen knappen Gesichtspunkt herausheben. Im Kontext dieser allgemeinen Schematismus von informeller Bildung, nonformalisierter Bildung und formeller Bildung ist Sozialpädagogik sozusagen eine Art Mittelding. Die ist nicht Alltag, die ist nicht das gewöhnliche Leben, so wie es passiert, sie ist aber auch nicht curricular und schulisch organisierte Bildung. Sie ist zwar methodisch organisiert, aber sie schwebt so dazwischen. Ich habe das ja, dass unterschiedliche Kollegen fassen das in unterschiedlichen Konzepten. Ich habe es im Konzept der Lebensweltorientierung gefasst. Und dazu will ich ein paar ganz knappe Bemerkungen machen. Lebensweltorientierung als Beitrag zur Bildungsdiskussion. Lebensweltorientierung heißt als erstes, dass die Lebenswelt, der Alltag, oder ich würde sagen, das, was die natürliche, anthropologisch zunächst gegebene Bildung ist, ernst genommen wird. Dies muss man unterstreichen. Die klassische Bildungsdiskussion ist eine Diskussion des Bildungsziels und der Institutionen gewesen. Über Bildung in der Familie, in der Peergruppe, in der Freundschaft, im Drogenkonsum, in kriminellen Aktionen war nicht die Rede. Und man erkennt inzwischen, dass das eine völlige Irreleitung war, wahrscheinlich eine Art professioneller Selbsttäuschung. Nicht? Es gibt den alten westfälischen Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frägt er nicht. Also was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Profis kümmern sich um sich selbst und besorgen ihre eigenen Geschäfte. So, ich meine, das wirst du wahrscheinlich das nächste Mal verhandeln, dass es eine Jugendarbeitsdiskussion gibt, die faszinierend beschäftigt ist mit Jugendhäusern, kommunalen Jugendprogrammen und von Roten Kreuz, Briefmarkensammeln und Fußballgruppen eigentlich gar nichts weiß oder nur sehr wenig weiß. Weil das ist ja alles nicht professionell. So ist die, hat die Bildungsdiskussion traditionellerweise eine unglaubliche Schlagseite in Bezug auf das, was in Institutionen vermittelt wird und nicht in Bezug auf das, was davor liegt und was als, so wie ich gesagt habe, anthropologisches gegeben ist, also was im Alltag passiert. Nun gibt es inzwischen OECD-Untersuchungen, die, glaube ich, im Einzelnen ziemlich problematisch sind, aber die behaupten, dass von dem, was der Mensch zur Lebensbewältigung braucht, er 40% in organisierten Lernprozessen lernt und 60% im Alltag. Nämlich im Umgang mit seinen Freunden, den Eltern, den Medien, also mit dem, was nicht zertifizierbar anständig abläuft. Und, du hast gesagt, ihr interessiert euch für Biografien, hier, das arbeitet ihr, ich denke, da ist ja immer, also mir geht es so, das erste Problem, ich suche nach der Pädagogik in diesen Biografien. Und institutionalisierte Pädagogik finde ich selten. Also wenn es nicht, wie man so sagen kann, arme Schweine sind, die ihr Leben entweder in einer miserablen Pflegefamilie oder in einem Heim oder so verbracht haben, da kommen leider viele Pädagogen vor. Wenn es solche nicht sind, dann spielt offensichtlich Schule, schulische Anstrengungen und so etwas eine eher marginale Rolle. Marcella hat sehr interessant Biografien untersucht von Kindern, die vom Heim aus in die Schule gegangen sind und geguckt, was sie da in der Schule erleben. Und auch das war nicht so sehr das, was die Schule gedacht hat, was sie ihnen beibringen müsste, sondern es waren Solidaritäten, Freundschaftsgruppen, Beziehungsmöglichkeiten, also etwas abgekürzt geredet, Pausen und etwas drumherum ist. Das heißt also, die Alltagsbildung ist offensichtlich ungeheuer wichtig. Und wenn ich das sagen darf, prüfen Sie sich mal selbst. Ich habe, als ich das gemerkt habe, mal versucht zu überlegen, was ich wann gelernt habe. Und wie sich das zusammensetzt aus Empfehlungen von Freunden, aus Hinweisen, aus Lebensereignissen, wo man plötzlich hängen geblieben ist und gedacht hat, das muss ich unbedingt tun, oder aus Situationen, in denen ich motiviert wurde und es einfach gemacht habe, weil es mir Spaß gemacht hat.
Ich habe meine eine Tochter umrehabilitiert, mit der ich einen großen Kampf kämpfen musste, weil sie gesagt hat, es ist so gemein, dass ich für die Schule Gedichte auswendig lernen muss. Und bei dreien hat sie gestreikt. Und gleichzeitig hat sie mit der Liederbuch hingelegt, mit 260 Lieder, die sie alle auswendig konnte. Das fand sie lustig. Das war das, was sie wollte und was sie brauchte in ihrem Kontext. Und das andere brauchte sie nicht. Und ich denke, Sie alle kennen den schrecklichen Spruch, es ist so gut, dass man das Sprechen nicht von Pädagogen beigebracht bekommt, sondern es würden die nämlich alle es nicht lernen. Und es ist erstaunlich, wie viele es in der Familie und im Spiel zwischen Familie, Freunden, Kindergarten und so weiter gelernt wird. Und es ist auch ganz aufregend, wenn man sich das anguckt. Ich zitiere jetzt Arbeiten meiner Frau, die da sehr intensiv gearbeitet hat. Wie das passiert, das Sprechenlernen im Alltag, da ist die Rede ziemlich ein wunderbarer Ausdruck vom Sprachbad. Kinder können ja noch nicht richtig sprechen, fangen an zu artikulieren, aber um sie herum wird gesprochen. Und dies, was um sie herum gesprochen wird, hat einen eigentümlichen Anregungscharakter. Sie wollen nämlich mithalten. Und es ist ja nicht so, dass Kinder dadurch sprechen lernen, dass ich da die ganze Zeit mich ihnen zuwende, möglichst noch in Babysprache, das ist ganz grässlich. Ich nehme eine gewisse Rücksicht, dass ich manche Dinge verdeutliche und artikuliere, das brauche ich. Aber sie erleben im Übrigen, dass Menschen sich sprechend verständigen. Und sie wollen lernen, dazu zu gehören. Und sie merken, das braucht man ganz offensichtlich, sonst kommt man nämlich nicht klar mit dem, was die anderen tun und was man möchte und wie man sich ihnen verständlich macht. Und so ist das ein ganz eigentümliches Gebilde. Man lebt in einer Welt, die anregend ist, auf die man neugierig ist, mit der man mitmachen möchte und lernt dann ja mit großer Intensität und ich gestehe, ich fand es bei den Kindern und jetzt bei den Enkelkindern immer wieder aufregend zu sehen, mit welcher unbeirrbaren Intensität die kleinen Kinder dann daran arbeiten, bis sie es hinkriegen, sich verständlich machen zu können, so wie bis sie es hinkriegen, aufrecht stehen zu können und so weiter. Also, Lernen im Alltag ist ungeheuer wichtig, ist notwendig, wurde nicht recht akzeptiert, wurde eher am Rand verhandelt und wird zunehmend deutlich, bis hin, dass jetzt der letzte Jugendbericht in Deutschland unter der Federführung von Thomas Rauschenbach den Begriff der Alltagsbildung als die basale Bildung erklärt, die man braucht, auf der dann alles andere aufsetzen kann. Was lernt man in der Alltagsbildung? Ich will da nur an drei ganz kurze Dinge erinnern. Man lernt, also im Alltag wird gelernt, wie ich mit der komplexen Wirklichkeit umgehe, wie ich meinen Ort finde in Bezug auf meine Position, auf Zeitperspektiven, wo ich hingehöre, also den Raum, und wie ich Beziehungen ordne, wem ich trauen kann, wem ich nicht trauen kann. Im Alltag lerne ich auch, dass ich so etwas brauche wie eine Pragmatik des Überstehens. Das heißt, ich brauche Erfahrungen, mit denen ich mit meiner Situation zurechtkommen kann. Und das ist ja etwas, was oft nicht logisch konstruiert ist, weil eines meiner Lieblingszitate aus der Alltagstheorie ist: Der Alltag ist nicht interessiert an Konsistenz, an Logik oder an Begründung. Der Alltag ist daran interessiert, dass ich überstehe. Das fällt unter Umständen ordentlichen Pädagogen zu akzeptieren schwer, dass das das Interesse ist, was die Kinder, mit denen sie es zu tun haben, leidet. Sie wollen wissen, dass sie damit zurande kommen. Lothar Böhnisch hat das dann im Begriff der Lebensbewältigung noch einmal pointiert. Und im Alltag leben die Menschen in einer gespaltenen Situation. Sie brauchen Sicherheit, sie brauchen Verlässlichkeit, das ist so. Sie brauchen gleichzeitig aber auch Anerkennung. Sie finden nicht immer Anerkennung, denn es gibt Machtverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse. Der Vater dirigiert, die Mutter ist unterdrückt, vor allem die ältere Schwester macht einem das Leben zur Hölle. Und in der Schule kommt man nicht zurande. Kurz, wie kann man sich behaupten und durchsetzen? Man wüsste aber schon, wie es sein könnte, oder man hat Hoffnung und Träume. Und ich denke, der Ansatz der Pädagogik ist dieses, wo die Widersprüchlichkeit im Alltag, theoretisch geredet, die Widersprüchlichkeit zwischen der pseudokonkreten Alltagspraxis und den darin steckenden Ansprüchen auf Praxis erfahren wird, wie man sie aufgreifen und gestalten kann. Das, was ich damit meine, ist nur, dieser ganze Bereich muss ernst genommen werden. Und ich habe mir erlaubt, das jetzt auch mit diesen kurzen Hinweisen auf die Alltagstheorie zu verdeutlichen, weil ich es momentan innerhalb der Bildungstheorie, ich kann schon sagen, beleidigend sträflich finde, wie blass der Begriff der informellen Bildung bleibt. Weil
weil er sich weigert, auf die phänomenologische, inzwischen ja greifbare Darstellung von Lebenswelt, Lebensweltlichkeit, lebensweltlichen Erfahrungen und Handlungsmustern zurückzugreifen. Die machen erst deutlich, was da gelernt wird. Informelles Lernen ist ja zunächst nur quasi negativ zu sehen, das, was nicht ordentlich schulisch ist. Informell, ja, was von nebenher kommt, so quasi nicht und so. Ja. Gut. Sozialpädagogik, lebensweltorientiert, hat diese Orientierung am Alltag und sie möchte ihn ernst nehmen. Sie muss ihn ernst nehmen, weil ich jetzt ganz romantisch über den Alltag geredet habe, über das, was man in ihm erfährt, was in ihm spannend und wichtig und basal, elementar wichtig ist. Aber der Alltag ist immer abhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen, von fehlenden Ressourcen, von Armut, von Ungerechtigkeitsverhältnissen und insofern lernt man in ihm Verhältnisse, an die man sich duckt, in die man hineingerät, an die man sich anpasst, in denen man übersteht, die aber gemessen am Bindungsideal eines Menschen, der über sein Leben verfügen kann, unzulänglich und schwierig sind. Insofern ist es sinnvoll, denn sich, so wie ich es gerade gesagt habe, auch pädagogisch zum Anwalt der verborgenen Möglichkeiten und Wünsche, der Optionen im Alltag zu machen. Schule tut dafür manches, das ist inzwischen spannend zu sehen, will ich hier nicht verfolgen. Sozialpädagogik tut auch viel und das ist das, was ich als letztes kurz noch andeuten möchte. Der Alltag muss also stabilisiert, strukturiert und befähigt werden, die Alltagsbildung so zu gestalten, dass Menschen in ihnen sich als Subjekt ihrer selbst erfahren können. Dazu braucht es zunächst Familienpolitik, Bildungspolitik und ich denke vor allem Arbeitsmarktpolitik. Damit haben wir Pädagogen leider wenig zu tun. Das hätten wir gerne, aber wir dürfen nicht. Man lässt uns nicht ran. Wir haben aber die Mission der Einmischung. Das heißt, und ich denke, das ist ein Problem, was viel zu kurz kommt, dass die Sozialpädagogen ihre einschlägigen Erfahrungen gesellschaftlich artikulieren und gesellschaftlich ins Spiel bringen. Und dass sie, ich glaube auch das ist ein Einzelne nicht genug ausgeprägt, das koordiniert tun mit denen, die auch sonst in dieser Gesellschaft daran Anstoß nehmen, dass es miserable Lebensverhältnisse sind. Und das ist die breite Skala, denke ich mir, zwischen sozialen Bewegungen, Frauenfriedensbewegungen und NGOs, wo man sozusagen die Bündnisgenossen braucht für das, dass man sagt, viele leben in unserem Alltag in unwürdigen Verhältnissen. Sie leben in Zonen der Explosion, der Verelendung, aber auch sozusagen der, sagt man das, Verkonsumierung, wo dann sozusagen nichts Wesentliches mehr geschieht und sie leben Migranten in Zuständen der Rechtlosigkeit und der vorenthaltenen Lebensmöglichkeiten, die so nicht möglich sind. Das ist das eine. Was aber kann Sozialpädagogik tun zur Stabilisierung des Alltags da, wo sie mit ihm konfrontiert ist? Da könnte man jetzt über den Alltag der Jugendlichen reden, das machst du im nächsten Referat. Da könnte man über den Alltag von alten Menschen reden, das ist ein eigenes Thema. Ich mache ganz knapp etwas über den Alltag von Familien. Familien also kommen mit ihrem Alltag so wenig zu Rande, dass sie verzettelt sind, verstritten sind, Kinder sich als überflüssig, nicht akzeptiert erfahren, dass sie keine Anregungen haben und dass sie Lebenstaktiken lernen, teils sich wegzuducken, teils irgendwie am Rand trotzdem zu überstehen oder auch kriminell zu werden. Also kurz, so wie wir sie dann ja in der Sozialpädagogik haben. Was kann die Sozialpädagogik tun? Es gibt so etwas wie Beratungsmöglichkeiten unterschiedlicher Art und es gibt Familienhilfe. Das ist also, wenn man sich Mühe gibt, in der Familie eine Familie so weit zu stabilisieren, dass sie mit ihren eigenen Geschäften besser zustande kommt. Die Probleme, die dabei gegeben sind, würde ich gerne an zwei Beispielen deutlich machen. Auf der einen Seite gibt es ja Unterstützungen, also ich mache es nur so, wenn also eine solche Familienhilfe kann so organisiert sein, dass sie quasi professionell in die Familie hineinkommt, systemisch orientiert vielleicht, man könnte sagen, die Familie wird dann kolonialisiert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die alten Fernsehsendungen der Supernanny kennt, wo also eine Überpädagogin, eine verkommene Familie hineinkommt, einen Tag zuguckt, am zweiten Tag mit dem einen und anderen spricht, am dritten Tag Regeln vorlegt, wie alles denn besser werden soll und die Regeln so vorlegt, dass sie sagt, das, was ihr lebt, ist scheiße,
ihr müsst es bekennen und müsst eingehen, so geht es überhaupt nicht, aber ich sage euch, wie es besser gehen könnte. Unterwerft euch und ich sage, wie es geht. Und dann gibt es 3 Tage, wo es unter strenger, oder 4 Tage, wo es unter strenger Aufsicht lernen, wie man sich benennt. Das sind alte Sendungen. Inzwischen hat sie sich weit davon distanziert und es macht eine allgemeine, sehr viel klügere Pädagogik. Aber diese alten Sendungen sind klasse, weil sie zeigen, Alltagsunterstützung ist das. Es geht um den Alltag. Also es wird nicht aufgeräumt, es wird nicht aufgestanden, das Essen steht nicht auf dem Tisch und die Eltern streiten sich immer vor den Kindern, sodass die Kinder dabei völlig verzweifeln. Es geht um Alltag. Aber er wird nicht als Alltag wahrgenommen, sondern er ist eine Art Experimentierfeld für ein lerntheoretisches Dressurprogramm. Abgesehen davon, dass ja der Kinderschutzbund nicht zu Unrecht eine breite Diskussion angeführt hat darüber, was es eigentlich für Kinder bedeutet, wenn sie in dieser ihrer Rolle des Gezähmtwerdens über die Fernsehschirme laufen. Und wenn man denkt, was inzwischen diskutiert wird, darüber, was es für junge Buben bedeutet, dass sie in irgendwelche Pornofotografien aufgenommen werden und dann verkauft werden, und was das bedeutet, dass sie da sozusagen zum Objekt gemacht werden, und man überträgt das rückwirkend auf die Art, wie hier Kinder vorgeführt wurden, dann war das schon noch ziemlich abenteuerlich. Ach, du bist das. Na, also wie du da deinem Vater eins reingehauen hast, das war doch wirklich klasse, nicht? So kommen sie dann in die Schule. Gut. Stattdessen, und das finde ich sehr spannend, zum Beispiel von dem Kollegen Bruno Hillebrand in Wiener, der gesagt hat, Beratung einer Familie in einer solchen Situation heißt Stärkung in ihren Alltagskompetenzen. Also Stärkung darin, wie lesen Sie den Kindern vor? Wie ordnen Sie das, dass die Kinder morgens in die Schule kommen? Wie klären Sie Ihre eigenen Probleme so, dass die Kinder nicht dabei völlig verzweifeln? Das heißt, auf die Alltagsprobleme eingehen und sie nicht mit Dressur überfallen oder mit irgendeinem Therapieprogramm, sondern herausbringen, woran leiden sie. Also sie kommen mit dem Raum nicht zusammen, das ist schlecht eingerichtet. Es gibt dazu, wie ich finde, wunderbare Beispiele in dem einem Buch, was bei uns in Tübingen entstanden ist, von Astrid Vogt über Familienhilfe, die an 3 Familien beschreibt, was es heißt, sich auf eine Familie einlassen und sie in ihrem Alltag zu unterstützen und in ihren eigenen Deutungsmustern und in ihren eigenen Verstehensmustern, um auf diese Weise einer Familie zu einem besseren Alltagsleben helfen zu können. Ich nehme ein Beispiel daraus, was ich sehr hübsch fand. Ein Vater war grauenhaft mit seinen Kindern und hat sie wirklich miserabel behandelt. Für die Familienhelferin war es schrecklich, das mit anzusehen. Sie hat eine gewisse Zeit gewartet, bis sie Vertrauen in der Familie hatte, das will ich alles nicht erzählen. Und dann hat sie den Vater gestellt und der hat gesagt, ja, das sei doch klar, das stünde in der Bibel, wer sein Kind nicht liebt, wer sein Kind liebt, züchtigt es. Und das Raffinement ihrer Arbeit bestand darin, dass sie nicht gesagt hat, du bist ein autoritäres Arschloch und Kinder werden nicht verprügelt, sondern sie ist hingegangen und hat die Bibel gelesen und kam damit lauter Bibelsprüchen. Das hat den Mann vollkommen verwirrt. Es hat ihn in eine Existenzkrise gestürzt. Dann sagt er, was soll ich denn noch glauben, wenn ich mir in der Bibel? Und sie sagt, das hilft dir nichts. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das heißt, sie ist auf die Deutungsmuster, die für den Mann im Alltag wichtig waren, eingegangen und hat aus ihnen heraus ein Konzept entwickelt und nicht aus einem in diesem Fall naheliegenden pädagogisch abstrakten Konzept. Also, das, was ich meine, ist, Alltag ist wichtig als Bezugspunkt der sozialen Arbeit. Das ist abhängig und nachgeordnet der notwendigen politischen Stabilisierung von Alltagsverhältnissen, aber es kann auch in sich selbst gestaltet werden. Und das Problem ist, dass man alltagsorientiert mit Beratung, Unterstützung und sich einlassen auf die Alltagsgeschäfte eine Situation herstellt, die den Alltag lebbarer macht. Und ich denke, so wie ich das jetzt im Prinzipien gemacht habe, kann man das genauso für die Jugendarbeit oder für andere Felder oder zum Beispiel für stationäre Unterbringung einer Themen durchdeklinieren. Das alles lasse ich. Ich hoffe, es ist soweit deutlich geworden. Der Beitrag der Sozialpädagogik, denke ich mir, ist auf der einen Seite das Wissen um diese informelle Bildung, diese Alltagsbildung und ihre Qualifizierung. Und die Menschen darin zu stabilisieren, dass sie mit den hier sich stellenden Aufgaben der Orientierung im Leben, der Orientierung am Leib und in der Gesundheit, in den Freundschaften,
der Orientierung in Raum und Zeit einen Weg finden, der für sie sinnvoll ist, sodass sie sich darin selbst realisieren und verwirklichen können. Und ich denke, dass es unser Geschäft in den nächsten Jahren sein wird, deutlich zu machen, dass diese Art von Bildung eine eigene Dignität hat und dass sie nicht sozusagen vorbereitend ist dafür, dass die Lehrer dann ungestört arbeiten können. Oder um es härter zu sagen, wie ich es gehört habe in der Schulsozialarbeit, dass man dann den Sozialarbeiter in der Schule hat, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass der die Strafarbeiten beaufsichtigt und im Übrigen den Eltern Besuche macht. Weil dafür haben die Lehrer ja noch keine Zeit, weil sie so ein ernstes Geschäft haben. Oder, ich zitiere noch jemand, einen psychiatrischen Freund, der gesagt hat, naja, das fällt uns Ärzten schwer zu erkennen. Wenn wir Kinder in der Jugendpsychiatrie haben, haben die Pädagogen 23,5 Stunden am Tag mit ihnen zu tun. Und sie müssen mit ihnen gemeinsam das Leben gestalten. Und wir gehen mal durch und sagen so oder so. Aber die eigentliche Aufgabe ist die Alltagsgestaltung. Und die hat ihre Dignität, ihre Würde als eigener Bereich und als eigene Notwendigkeit von Bildung. Das ist, ich hoffe, ich habe das vorher deutlich relationiert gesagt, nicht bitte nicht in Konkurrenz jetzt, sondern als wenn das das Eigentliche wäre. Überhaupt nicht, aber es muss ernst genommen werden und da es aus der Historie heraus relativ wenig ernst genommen wird, ist es an der Zeit, dass wir hier versuchen, uns stark zu machen und die Identität darin zu begründen. Und, das ist jetzt meine letzte Bemerkung, dies, denke ich mir, bedeutet, dass wir uns dessen bewusst sind, dass dieses Ernstnehmen von Lebensproblemen, von Lebensschwierigkeiten und dieses Unterstützen darin, dass Menschen sich als Subjekt ihrer selbst erfahren, etwas ist, was in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen und höchst unterschiedlich eingeschränkt und angegriffen wird. Die Lehrer erleben das in anderen Konstellationen als genau den gleichen Konflikt. Und die Mediziner, entschuldige, wenn ich über die Gesundheitserziehung der Rede, erleben es ebenso, dass sie sagen, es ist furchtbar, die technische Medizin ist fantastisch, aber Salutogenese, Gesundheitserziehung, Gesundheitsprävention, das kommt alles nicht kurz. Kurz, die kommunikativen und sozialen Probleme in unserer Gesellschaft sind im Begriff, angesichts von Technologie und Effizienz unter die Räder zu kommen und damit sozusagen eine neue Hierarchie, denke ich mir, im Zeichen kapitalistischer Produktivität zu machen. Und sich dagegen zu wehren, denke ich mir, muss ein Beitrag der sozialen Arbeit sein, der Sozialpädagogen, aber nur in Absprache, Koordination und Kollegialität mit den anderen, jenseits von sozialen Selbstbehauptungszwängen. Aber hier zu versuchen, längerfristig die Stimme dessen deutlich zu machen, dass Leben, entschuldigt, wenn ich das jetzt so pathetisch formuliere, etwas ist, was gelebt werden muss, was erfahren werden muss und was nicht nur sozusagen gestaltet, strukturiert und auf Effektivität getrimmt werden kann. Soweit.